Herzlich willkommen zu Gameplay, zu dem nächsten Teil von Gameplay Need for Speed. So, das ist davor, das hier ist mein Blog, mein Freund. So, man hört den aber glaube ich ganz schlecht. Ich bin glaube ich sogar Platz 1 jetzt. Ja, ich bin Platz 1. Ich werde meinen Namen wahrscheinlich ausblenden. Und jetzt kommt gleich die Polizei. Ja, ist auch cool. Es gibt auch Zeitlupe, gibt es dann auch so. Jetzt kommen Polizeiautos, kommen jetzt nämlich. Jetzt kommen nämlich auch Polizeiautos. Yay! Nämlich auch Polizeiautos und es wird richtig geil, wenn die erstmal richtig loslegen. Es wird aber dann noch doppelt so schwierig dann. Ja, ich weiß. Okay, jetzt hält der den. Wenn du auf 4 drückst, nämlich hier auf 4 drückst, dann kann er den nämlich ein paar Leute ein bisschen aufhalten. Sorry, dass ich immer den Controller in die Kamera reinzeige, aber es ist einfach cool dann so zeigen oder so. Wir hätten Spinal gewonnen, ob sie noch eine Runde kommt dann. Willkommen, Gatgeben. Jetzt kommt wieder ein Polizeiauto, aber zumindest sind gerade nicht so viele Polizisten da. Das ist gerade mehr, habe ich jetzt gedacht. Ja. Und jetzt geht es erst richtig los, weil es ist da ein Polizeiauto. Ja, ich habe sie gesehen. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht hören, weil der redet schon, also der redet dann über so ein Tonband. Der animierte Spiel, würde ich mal so sagen. Und ja. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht so weit mit dem Spiel. Ich werde auch bald wieder weitermachen damit. Jetzt sind richtig viele Polizisten, diese blinkenden Lichter, das sind die Polizisten überall. Zeitlupe finde ich das richtig geil. Du, was auch cool ist, nach dem Rennen mit so einer Gruppe zusammenfahren, mit diesem anderen Gegner zusammenfahren in der Gruppe. Okay, er kann gar nichts für mich tun. Verdammt, da ist einer, da ist ein anderer. What the fuck? Gerade immer noch ein Polizeiauto, das war ja ein ganz knappes Ding. Er hat gerade gesagt, wir haben die Wett gemacht, aber jetzt haben wir andere Probleme. Nämlich die Polizisten. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen lauter zu machen. Er hat so viel gesagt wie, gucken wir mal, ob wir den anderen Feinden das auch austeilen können. Das ist der Polizeiball, glaube ich, meinte er damit. So, jetzt gehe ich nämlich zu den anderen. Jetzt setze ich mich zu den anderen Spielern, die besser zu den Gegnern. Und jetzt erstmal schön springen. Hui. Verzweifelt, mhm. Ich glaube, ich bin nicht. Information für die Verfolgergruppe.
nicht unbedingt. Außerdem, wenn ihr es vielleicht nicht wusstet, Need for Speed Carbon ist die Fortsetzung von Need for Speed Most Wanted 1 und Need for Speed Most Wanted 2 ist die Fortsetzung, soweit ich weiß, von Need for Speed Carbon. Also Need for Speed Most Wanted ist ein zusammenhängendes mit Need for Speed Most Wanted und Carbon. So habe ich irgendwie so mal verstanden. Wo fahren wir uns aber? Ging aber schnell heute. Alle Einheiten im Einsatz. Der Verdächtige konnte entkommen. Das war's. Ihr könnt euch zurückziehen. Auch gute Polizisten, ne? Die Musik im Hintergrund ist richtig geil. Wie auch immer die gute Polizei. Ja, der ist im Chrom, der kann wohl alles jeden noch töten mit dem Auto. Der knallt da einfach jemanden weg. Knallen. Ja, der fährt da einfach jemanden um. Wieso zum Beispiel. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, ist ja ganz okay. Kommt irgendwie so richtig voll die Polizei vor. So, wir werden in der nächsten Folge noch ein Rennen machen und da hinten sind noch andere. Oh, Alter. Scheiße, dass es nämlich noch nie Tag wird. Ich habe das Spiel seit ungefähr eineinhalb Jahren. Und es wird nie Tag. Seltsames Spiel. So, ich muss ein bisschen meine Runden hier fahren. Ach, das liebe ich einfach so an Need for Speed. Das ist ein richtig geiles Open World Spiel. Need for Speed an sich selbst, die ganze Reihe ist einfach geil. Hier geht's dann hier, die wird dann so die entscheidenden Rennen werden in den Carbon gekommen. Ja. In dem, ja, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, dann egal. Wenn wir wissen, Track. What is... Weil die Musik der Hintergrund, ich weiß nicht, ob das manchmal eine nachgestellte Musik ist oder manchmal sogar, die da sogar mal richtig Rapper angehört haben. Wie 50 Cent oder Endgame oder vielleicht irgendwas. Würde ich mich mal gerne interessieren. Yep, und jetzt kommen die Polizisten hier. Ist klar. Und genau, jetzt ist auch fast wieder der Akku leer von der Kamera, weil ich habe den nicht ganz so lange aufgeladen. Ja. Also er läuft jetzt noch ganz kurz, aber gleich wird der Akku leer kommen und dann ist das Ganze vorbei. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine Pause. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.